Hallo, liebe Leute, heute mache ich mal eine schnelle Bolognese und in diesem Video zeige ich euch einfach nur mal, was ich dafür brauche. Hier habe ich einmal 100 Gramm Rinderhack, hier habe ich einen Tetrapack passierte Tomaten, da brauche ich aber nur die Hälfte von. Dann habe ich hier Möhren, also eine ganze Möhre, die habe ich jetzt hier geraspelt. Die andere brauchen wir nicht, die habe ich jetzt hier geraspelt. Und eine Zehe Knoblauch. Das Ganze kommt, das Rinderhack wird in Olivenöl angebraten. Und wenn das dann durchgebraten ist, wird das noch ein bisschen gesalzen. Und dann kommt die passierten Tomaten hinzu. Und die geraspelten Möhren und der Knoblauch. Und das köchelt dann bei niedriger Temperatur so nach Belieben, kann auch Stunden dauern. Nach Belieben köchelt das so vor sich her.